Die Start-up-Gründer arbeiten mit Hochdruck an ihren Produkten. Viel Zeit bleibt ihnen nicht. Stefan tüftelt an seinem hygienischen Schuhschrank. Der angehende Doktor der Chemie hat große Pläne für seine Idee. Das große Ziel mit meiner Idee ist es, dass eines Tages jeder Mensch eine Box von mir im Haushalt stehen hat. Damit das große Ziel auch verwirklicht werden kann, hat Matthew einen alten Bekannten von Stefan mitgebracht. Maschinenbauingenieur Gernot will den Tüftler unterstützen. Ich kenne Stefan schon aus dem Aachener Entrepreneurship, wo es eben darum geht, Studenten, die gründungsinteressiert sind, zusammenzubringen. Ich habe hier noch weiteres Material dabei. Gernot ist richtig gut bepackt. Macht euer Ding, viel Spaß für euch. Okay, super. Danke. Also ich selber habe mein eigenes Unternehmen im Medizintechnikbereich, speziell für die Rehabilitation von Handverletzungen. Stefans Idee ist, denke ich, etwas sehr Innovatives, was an sehr vielen Orten eingesetzt werden kann. Die Idee für einen hygienischen Schuhschrank entstand beim Joggen. Ich selber treibe sehr gerne viel Sport. Und wenn man viel Sport treibt, dann schwitzt man auch sehr viel. Und eines Tages bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, Mensch, die Schuhe stinken so bestialisch, das kann ja wohl nicht weiter so angehen. Und habe das dann weiter recherchiert, ob denn so etwas nicht schon auf dem Markt gäbe. Und das gibt's nicht in der Art, die ich es gerne anbieten möchte. Und habe mir gedacht, ich versuche es einfach mal. Die Wissenschaft hat mir sehr viel dabei geholfen, die Idee zu entwickeln, weil als Chemiestudent bin ich mit vielen verschiedenen Labortechniken in Kontakt gekommen und habe mich gefragt, weshalb werden diese Techniken nur im Labor angeboten. Das ist genauso wie bei der Mikrowelle. Es war vor langer, langer Zeit eine Technik des Militärs, dann hat man das auch im Labor verwendet und irgendwann kam einer auf die Idee, die Mikrowellen als kleines Gerät für den Haushalt anzubieten. Und das möchte ich auch mit meiner Idee machen. Bisher tüftelte Stefan allein an seiner Idee. Das soll sich jetzt ändern. Im Upper West Office hilft ihm Gernot bei der Konstruktion eines ersten Prototypen. Ich versuche Stefan heute zu helfen, indem ich mit den mitgebrachten Elektrobauteilen, dass wir zusammen ein Produkt entwickeln. Die Bastelwerkstatt. Entwicklung. Ja. Macht vorsichtig, mit dem Lötkolben kann man sich gut wehtun. Das weiß Investor Carsten Maschmeyer nur zu gut. Ich habe mal als Kind, als mein Stiefvater was lötete, das fand ich ganz spannend, und habe in den Lötkolben gefasst. Nein. Deswegen, wenn ich das sehe, weiß ich, Vorsicht, keine falsche Bewegung. Ja. Das tat etwas weh, aber es ist schon sehr lange her. Was macht ihr gerade? Wir löten jetzt ein Barometer an, um den Luftdruck in der Box zu messen. Was braucht man jetzt für die Geruchsabsorption oder Neutralisierung? Die Hauptbestandteile, also die Hauptbauteile, sind zu einem eine UV-Lampe, die in einem bestimmten Wellenbereich emittiert. Wir haben jetzt einen Hersteller in Deutschland gefunden, der diese UV-Lampen anbietet. Mit den passenden Vorschaltgeräten, sodass diese UV-Lampen auch gedimmt werden können. Heißt es dimmen, je stärker der Schuh stinkt, umso stärker muss die Lampe werden? Exakt, genau, richtig, genau so. Ja. Die Tür von dem Schuhschrank, kann ich mir das vorstellen, so schließen wie ein Kühlschrank oder wie ein... Also der Gernot hat gestern schon etwas designt und wir haben da auch Fotos davon. Ja, klar. Eieiei. Und so in etwa stellen wir uns den ersten Prototypen vor. Also das ist quasi, man zieht das nach vorne raus, wie so eine Schublade. Und das Vakuum wird in den kompletten... Und sind das immer, wo man die Schuhe draufsteckt? Ja. Also wie so ein... Okay. Ja. So, was ist jetzt technisch eure größte Herausforderung? Naja, einmal Bauteile zu wählen, die einmal A, günstig sind, B, immer noch die passende Leistung liefern. Und das Ganze dann so klein wie möglich, miniaturisiert, da einzubauen. Jetzt kann ich es mir noch konkreter vorstellen als die letzten Tage.
Ja, und man sieht dann auch hier, sag ich mal, mit LED-Ring, dass das Ganze innen drin beleuchtet ist. Also, sag ich mal, modisches Accessoire, Lifestyle. Ja, okay. Ich finde das so ein faszinierendes, ambitioniertes Projekt. Ich drücke so die Daumen, dass ihr das hinkriegt. Ja? Also, dann will ich gar nicht länger stören. Ihr arbeitet genau an dem Richtigen. Und jetzt müssen wir nur, dass es funktioniert. Ja.